Willst entspannen, du im Nu? Geh auf YouTube, hör mal zu. Gute Unterhaltung. Es geht kein mir. Und jetzt gehst du heim. Polizeistunde. Ich hab mein Bier noch nicht ausgetrunken. Seht? Jetzt hast du das ausgetrunken. Hey, hey! Was? Fass mich nicht an! Was ist jetzt? Warum kommst du denn da? Hey, komm schon, aber der soll mich nicht anfassen! Wenn ich sag Polizeistunde, dann hast du das raus! Ja, Alfons, gib halt Ruhe. Du hast ein bisschen was getrunken und der ja auch nicht weniger, oder? Ja, ich will mein Bier noch ausdrehen. Was soll ich denn die Leute? Ich schon! Mit deiner windigen Tankstelltor! Ah, ist schon gut, gehen wir. Du hast es jetzt wieder. Du weißt genau, wenn der was getrunken hat, dann sucht er direkt einen Streit mit einem jeden. 5 Minuten ist da drinnen was los. Dann haut er seine Kinder. In dem Haus ist die Hölle jetzt schon auf Erden. Daherin bin ich her. Das Beil können Sie anpacken. Das ist der Besitzer des Gasthofes, Alfons Tolke. Er ist mit einem Beil erschlagen worden. Bist du schon die Tatzeit? Tja, wann war das denn? Gegen 7. Ich wollte gerade in die Frühmesse. Da komme ich hier am Hof vorbei und denke mir, was denn, der Alfons hat wieder mal nicht ins Bett gefunden. Das verstehe ich jetzt. Was meinen Sie? Na, ich meine, mein erster Eindruck war, dass er so besoffen war, dass er nicht ins Bett gekommen ist. Ach so. Ich habe den nämlich schon öfters liegen sehen. Ich habe dann gerufen, hey, Alfons. Keine Antwort. Naja, das hat mich nicht besonders aufgeregt. Ich bin dann weitergegangen und sehe, wie dann vorne auf der Straßenseite die Grete Tolke die Tür aufschließt. Da habe ich dann zu ihr gesagt, hör mal, wenn du deinen Vater suchst, der liegt hinten auf dem Hof. Das sind die Kinder des Toten, 2 Töchter, ein Sohn. Die Mutter ist vor wie vielen Jahren ist ihre Mutter gestorben? Vor 10 Jahren. Und Sie sind? Grete Tolke. Alle wohnen im Haus. Wo sind Ihre Zimmer? Oben. Das ist der Kellner, Herr Beck, der schläft auch hier, auch oben. Ja. Was ist denn nun gestern Abend passiert? Ich kann nur erzählen, was ich weiß, und das ist nicht sehr viel. Um 12 gestern Nacht haben wir das Lokal geschlossen. Da sind die letzten Gäste raus. Mein Vater war betrunken. Die letzten Gäste hat er im Streit hinausgeworfen. Dafür gibt es Zeugen. Er kränkt die Gäste, er beleidigt sie, er schlägt sich sogar mit ihnen. Auch gestern? Ja, es wäre beinahe dazu gekommen. Ja, und? Wenn mein Vater in einer solchen Stimmung war, dann ging man ihm am besten aus dem Weg. Er trank dann meistens allein weiter, bis er völlig betrunken war. Hey! Los, Hans, geh schon. Du hörst doch, dass er ruft. Warum soll ich mich verprügeln lassen? Ich muss abrechnen. Hey! Geh du, Grete. Warum immer ich? Ich bin gleich fertig mit der Abrechnung, Herr Tolke. Einen Moment noch. Danke, Herr. Aber ich bin noch nicht so weit. Was sind denn meine Kinder? Kriege vielleicht eine Antwort, hä? Verstecken die sich vor mir? Vor mir muss sich keiner verstecken. Nein, nein, die haben zu tun. Die sind in der Küche. Sie wollen die Küche ja immer in 5 Minuten sauber haben. Und? Was dagegen? Nein, nein. Saustein. So war das nicht gemeint, Herr Tolke. Beck, warum bleibst du denn immer nur da? Hä? Das muss doch einen Grund haben. Ich behandle dich doch wie einen Hund.
Prügel kriegst. Ja. Und du bleibst immer noch da. Hey! Herr Tolke. Ist wegen einer Dichter. Auf welche stehst du? Auf die Blonde oder auf die andere? Aber Herr Tolke! Ja? Mit welcher liegst du denn im Bett? Mit alle zwei! Er schlägt uns wieder. Sucht nur einen Anlass. Dann schlägt er uns wieder. Vielleicht nicht. Vielleicht heute nicht. Irgendwann schlägt er uns tot. Du sollst rein konkret. Dich will er zuerst fragen. Mit wem ich schlafe, will er wissen. Grete! Geh nicht. Lauf doch weg. Lauf zu Krüger rüber. Ich geh schon. Was ist denn, Vater? Ich möchte wissen, mit wem's der Beck treibt. Mit niemandem. Hä? Mit wem liegt er denn im Bett? Mit dir oder mit der anderen? Ich hab doch gesagt, mit niemandem. Mit keiner von uns. Stell mal das Radio an. Vater! Hat er Sie geschlagen? Sehen Sie sich doch mein Gesicht an. Mit beiden Fäusten, links und rechts, wo er nur hintraf. Ich habe zu meinen Geschwistern gesagt, wenn er schlägt, dann rennt gleich weg. Rennt hinauf und schließt euch ein. Das haben Sie auch getan. Sie sind hinaufgelaufen und haben sich eingeschlossen. Und Sie? Ich? Ich auch. Ich konnte mich losreißen und bin dann die Treppe hinauf. Und Ihr Vater blieb unten? Ja, er blieb unten. Ich habe ihn erst heute Morgen wieder gesehen. Vom Küchenfenster aus. Er lag im Hof. Und als ich hinging, sah ich, dass er tot war. Wir haben nichts gesehen und nichts gehört. Wir nicht. Und Herr Beck auch nicht. Sind Sie auch hinaufgelaufen und haben sich eingeschlossen? Ja. Was für eine Stellung ist das, vor dem Chef davonzulaufen und sich einschließen zu müssen? Er ist mit meiner Schwester Annie befreundet. Deswegen hat er das mitgemacht. Er wird sie heiraten. Ach so. Hm. Niemand, der mehr weiß? Nein. Keinerlei Vermutung, wer Ihren Vater erschlagen haben könnte? Nein. Ja, das wär's dann. Bitte lassen Sie uns allein. Eine große Trauer bei den Kindern war ja wohl nicht zu erwarten. Chef, der Krüger sagt, der Tolke hat seine Kinder halt totgeschlagen. Wer ist Krüger? Der Nachbar, mit dem ich eben gesprochen habe. Soll ich ihn reinholen? Ja, natürlich. War denn in der Nacht auch das Radio an? Ja, natürlich. Volle Lautstärke. Bin davon wach geworden. Sagte zu meiner Frau, bei Tolke drüben ist wieder Musik. Wir haben Kinder, hat sie gesagt. Und? Was haben Sie gemacht? Ich? Nichts. Sollte ich etwa mit dem Tolke Streit anfangen? Ich habe noch eine Weile das Gratiskonzert angehört. Ganz plötzlich hört es auf. Kann man hier nicht ein Bier haben? Wo sind denn die alle? In der Küche. Ach so, natürlich, ja. Sie haben geschlossen. Aber morgen macht sie bestimmt wieder auf. Die Grete, meine ich, die Älteste. Ist eine tüchtige Person. Kommt wohl am ehesten auf den Vater raus, obwohl sie das wahrscheinlich nicht gerne hört. Die haben ihn alle gehasst. Ja, also dann wäre wohl nichts weiter mehr. Na, scheint so. Besten Dank, Herr Krüger. Die haben sich also alle eingeschlossen. Aber die Musik aus dem Radio hörten sie noch. Ja. Ihr Nachbar, Herr Krüger, meinte, die Musik sei plötzlich aus gewesen. Wer von Ihnen hat sie abgestellt? Von uns niemand. Also hat Ihr Vater die Musik abgestellt? Aber ist das wahrscheinlich? Nein. Viel wahrscheinlicher ist doch, dass der Mörder sie abgestellt hat. Aber warum hat er das getan? Ich weiß es nicht. Chef? Ja? Alle vier haben ein Motiv. Mhm. Kann sein, dass sie versucht haben, von der Küche aus die Treppe zu erreichen. Es ist aber ebenso gut möglich, dass er ihnen den Weg abgeschnitten hat. Hier vom Basszimmer her. Dann hätten sie nur eine Möglichkeit gehabt, durch diese Tür
auf den Hof hinauszulaufen. Ja, sehen wir uns das machen. Guten Tag, Frau Krüger. Ich möchte Sie gar nicht lange stören. Ich wollte nur einen Blick durch das Fenster werfen. Ja, von diesem Fenster kann man den Hof nicht sehen. Ja. Ich habe nämlich gerade dem Herrn Kommissar erzählt, dass Tolke gestern Nacht seine Kinder wieder verprügelt hat. Ja. Dass das Radio so laut war. Ja. Ja, ist das nicht schrecklich alles? Ja, reg dich nicht auf. Ist ja schon gut, Agnes. Vom Wohnzimmerfenster aus sieht man auf den Hof. Darf ich Sie mal zeigen? Ja, sehr gern. Bitte, Herr Kommissar. Hallo. Und hier hätten Sie natürlich ganz gut sehen können, wer Herrn Tolke umgebracht hat. Na ja. Wenn ich aufgestanden wäre und in das Fenster gegangen wäre. Ja. Na, aber ich bin ja nicht aufgestanden. Besten Dank, Herr Krüger. Er hätte nur zum Fenster rausschauen müssen. Dann hätte er gesehen, wer Tolke erschlagen hat. Aber er hat gesagt, er hat nicht aus dem Fenster geschaut. Wenn Sie etwas essen möchten, Herr Kommissar? Nein, nein, danke. Wo sind denn Ihre Geschwister? In der Küche. Wissen Sie, die Arbeit ist liegen geblieben. Sie räumen auf und Sie bereiten alles vor. Wir werden heute Nachmittag wieder aufmachen. Sie wollen heute das Lokal wieder aufmachen? Viele im Dorf denken, dass wir unseren Vater umgebracht haben. Sie, Herr Kommissar, denken es möglicherweise auch. Ihre Fragen deuten darauf hin. Deshalb machen wir auf, um all diesen Gerüchten entgegenzutreten. Robert, wir brauchen die Fingerabdrücke. Von allen Vieren. Ich weiß nicht, ob die ihren Vater umgebracht haben oder nicht. Aber verstehen könnte ich's. So was darf man doch gar nicht sagen. Warum darf ich das nicht sagen? Was die mitgemacht haben, ein Leben lang. Es war ein Martyrium. Ich bin bereit auszusagen, ja, was ich über den Tolke weiß. Der Kerl war ein Viech. Seine Frau ist verunglückt, haben wir gehört. Verunglückt ist gut. Vom Heuboden runtergefallen. Jetzt hör aber auf. Das sind alles nur Gerüchte. Was für Gerüchte? Dass der Tolke daran nicht ganz unschuldig ist. Er war nämlich auch am Heuboden. Das wurde damals alles untersucht. Ohne Ergebnis. Weil kein Zeuge da war. Wenn man sein eigener Zeuge ist, was kann einem da schon passieren? Schönen guten Tag. Tag. Was, Tag. Sie macht wirklich auf? Ja. Du, was hat denn das Labor festgestellt, Walter? Ja, es sind wenig brauchbare Fingerabdrücke drauf. Und die stammen von den Kindern, dem Kellner und Tolke selbst. Was natürlich kein Beweis ist, denn das sind ja alles Berechtigte. Spurenverursacher. Danke für deine Hilfe. Ja, gehen wir rein. Was darf ich Ihnen bringen, Herr Kommissar? Ja, was denn nur? Ihr trinkt ja wahrscheinlich Bier. Nein, nein, Wein. Auf dem Wein, ja. Ah, gut, also vier von dem Rotwein, ja. Haben Sie was gesagt? Wegen der Fingerabdrücke? Nein. Doch nicht fragen. Steht doch nicht so da, die schauen doch alle hier rüber. Ist ja eine makabre Situation. Tja, da ist wohl niemand hier im Raum, der nicht einen von den Vieren für den Mörder hält. Du sollst doch in der Küche bleiben. Da ist jemand, der dich sprechen will. Ich sprechen will? Das ist eine Grete. Krüger will sie sprechen. Krüger? Was will er? Ich weiß nicht. Nur eine Minute hat er gesagt. Es ist jemand in der Küche, Chef. Dann ist er über den Hof gekommen. Wenn jemand über den Hof kommt, dann geht er wahrscheinlich auch denselben Weg wieder zurück. Ja, du hast vollkommen recht, Robert. Vater hat ihm ein Darlehen gegeben. Er möchte es gestundet haben. Er sagt, es fällt ihm im Moment schwer, es zurückzuzahlen. Ich habe ihm gesagt, das spielt doch im Moment gar keine Rolle, Herr Krüger. Er sagte, das hätte er sich auch gedacht. Wieso? Hat er mich gesehen? War er am Fenster? Wo denn sonst? Sie sehen rüber. Na? Die sind ja ganz schön aufgeregt. Darf man Musik machen, Grete? Warum willst du Musik machen? Weil das hier doch kein Trauerhaus ist. Und auch keine Trauergesellschaft. Oder ist irgendjemand da, der traurig ist? Menschenskind, Oberländer, mach doch keinen Ärger. Wieso mach ich Ärger? Ich sag doch bloß, dass hier keine Trauergesellschaft ist. Sei ruhig. Und die Grete soll das wissen. Und die Anne und der Walter auch, dass wir auf ihrer Seite stehen. Der Tolke ist tot. Über einen Toten soll man nichts Schlechtes sagen. Aber ich tu's. Komm doch endlich. Was willst du? Sprech doch nur aus, was jeder hier denkt. Der Tolke war kein Mensch. Mensch kann man dazu nicht sagen. Er war brutal, er war ein Sadist. Um den ist nicht schad. Wir stehen alle auf der Seite seiner Kinder. Man kann über einen Mord nicht mit Musik hinweggehen. Komm, siehst du, wieder hin. Polizei. Die wollen die da bloß in die Pfanne hauen.
Und das nennen die dann Gerechtigkeit. Es gibt doch endlich eine Ruhe. Es war Krüger. Krüger hat mit Grete Tolke gesprochen. Krüger? Mhm. Noch was zu trinken? Nein, wir möchten zahlen. Sie zahlen, sie gehen weg. Ich halte das nicht mehr aus. Du musst es aushalten. Ich nehme mal das. Ja. Ach, hören Sie. Ja. Was wollte denn Herr Krüger von Fräulein Tolke? Der Herr Krüger? Hm. Das weiß ich nicht. Schon gut. Sag Walter, dass er ihnen nachgehen soll. Nachgehen? Wir müssen doch wissen, was sie tun. Nimm es nicht übel, Grete. Das mit der Musik. Aber ich habe nur gesagt, was hier alle denken. Auf die könnt ihr zählen. Die stehen auf eurer Seite. Die Polizei ist ja auch schon abgezogen. Ihr braucht nur alles abzuleugnen. Dann kann euch kein Mensch was. Von uns war es ja auch niemand. Gut so, Grete. So ist es richtig. Wenn ihr dabei bleibt, kann euch keiner was. Immer das Gleiche sagen. Ganz stur. Dann können die euch nichts. Der Tolke hatte bei uns einen großen Einfluss, aus einem ganz einfachen Grund. Er war ein reicher Mann. Die meisten Gründe hier, die gehören ihm. Er hat sie nicht verkauft, er hat sie verpachtet. Okay. Und viele Leute waren von ihm abhängig, angewiesen auf Pachtverträge und auf Darlehen. Der Herr Krüger auch? Ja, der besonders. Der hatte seinen Grund ja auch nur vom Tolke gepachtet. Und der kannte ja keinen Spaß, was Zinsen anbelangt. Wissen Sie, pünktliche Zahlungen, ne? Der war aufs Geld aus, wie der Teufel auf die arme Seele. Da hat Krüger 30.000 Mark geliehen. Aber zu was für Zinsen? Und wann soll das Darlehen denn zurückgezahlt werden? Es war schon fällig. Was hat denn der Krüger überhaupt gesagt? Ob man ihm da nicht entgegenkommen könnte. Man kann ihm ja sagen, dass ihm das Ganze gestrichen wird. Das kann man doch einfach streichen. 30.000 Mark? Er kann das Geld doch behalten. Ja. Dann müssen wir es ihm sagen. Und zwar, bevor er doch noch zur Polizei geht. Ich komme wegen dieser Darlehenssache. Das ist der Vertrag, nicht wahr? Ja, ich habe ihn gerade rausgesucht. Und du hast bisher gar nichts davon gewusst? Nein. Na ja, ich hatte deinen Vater damals gebeten, weil... du weißt doch, meine Frau ist sehr krank. Krankenhäuser der Ärzte, das hat alles eine Menge Geld gekostet. Aber setz dich doch bitte. Danke. Ja, Herr Krüger, ich wollte Ihnen sagen, ich habe mit meinen Geschwistern gesprochen. Und wir sind alle der Meinung, dass wir Ihnen diesen Vertrag zurückgeben sollten. Zurückgeben? Ja. Was meinst du denn damit? Sie können ihn haben. Zerreißen Sie ihn, wenn Sie wollen. Zerreißen? Wir könnten doch so tun, als wäre dieser Vertrag nie geschlossen worden. Ach so. Das ist aber sehr großzügig von dir. Und deinen Geschwistern. Und Beck, der sowieso bald zur Verwandtschaft gehört. Von dem Fenster aus hat man einen guten Blick zu euch rüber. Und wie es um Anni und Beck steht, das habe ich natürlich mitgekriegt. Na ja, besten Dank. Wir sind ja gute Nachbarn immer gewesen. Und das wollen wir auch bleiben. Und nochmals besten Dank, Grete. Und Musik wird es ja nachts bei euch jetzt nicht mehr geben. Guten Abend, Herr Krüger. Guten Abend, Herr Kommissar. Ach, Fräulein Tolke. Ja. Ja, die Grete hat mich gerade besucht, weil, weil die Kinder doch jetzt allein sind und Tolke so viele Geschäfte hat, die noch alle erledigt werden müssen. Und ich habe ihr gesagt, dass ich ihr behilflich sein werde, weil, und dass sie keine Angst mehr zu haben braucht. Und die hat sie nun nicht mehr? Ja, ich denke schon. Also dann gute Nacht, Grete. Gute Nacht. Gute Nacht, Frau. Gute Nacht. Sie haben noch Fragen an mich, Herr Kommissar? Ja, ich hoffe, wir stören Sie nicht. Nein, bitte, kommen Sie mal. Danke. Bitte, Herr Kommissar. Danke. Ich sehe, Sie haben bereits geschäftliche Verbindung mit den Erben aufgenommen. Naja, es gibt ja allerhand zu klären. Herr Tolke hat viele und
alle möglichen Geschäfte betrieben. Auch mit Ihnen? Wie? Das Grundstück hier, auf dem Ihr Haus steht, gehört ja auch Tolke. Ja, das stimmt. Dann wird eine gute Zusammenarbeit mit Grete Tolke für Sie sicher von Vorteil sein. Vorteil? Ja, Tolke soll ein sehr harter Geschäftsmann gewesen sein, auch Ihnen gegenüber. Stimmt das? Ja, das ist richtig. Wollen Sie darüber mit mir sprechen? Auch. Zunächst wollten wir Sie allerdings fragen, ob wir Ihre Frau sprechen können. Meine Frau? Ich hätte ihr gerne ein paar Fragen gestellt. Ja, aber Sie wissen doch, dass sie bettlägerig ist. Ja, ich weiß. Sie schläft und sie braucht Ruhe. Was wollen Sie sie denn fragen? Sie haben doch ein gemeinsames Schlafzimmer. Ja, natürlich. Also dann weiß doch sicher Ihre Frau, ob Sie gestern Nacht aufgestanden sind. Warum sollte ich denn aufgestanden sein? Um hier in dieses Zimmer zu gehen, ans Fenster, von dem Sie ja sehr gut zu Ihrem Nachbarn Tolke hinübersehen können. Aber ich sagte Ihnen doch, ich bin aufgewacht, weil die Musik wieder so laut drüben spielte. Und da sagte ich zu meiner Frau, jetzt verprügelt ja die Kinder wieder. Es geschah so oft, dass ich doch deswegen nicht mehr ans Fenster gehe. Das hätte ich eben gern von Ihrer Frau gehört. Jetzt? Jetzt. Ja, bitte, wie Sie wollen. Guten Abend, Frau Krüger. Ja, bitte. Frau Krüger, es geht um... Darf ich mich setzen? Bitte. Es geht um gestern Nacht. Ja. Sie wurden durch laute Musik geweckt. Ja. Und immer, wenn die Musik besonders laut war, wussten Sie, dass Tolke seine Kinder schlägt. Ja, ja. Sie wurden wach und unterhielten sich mit Ihrem Mann. Ja. Ist Ihr Mann da nicht aufgestanden und hat gesagt... Nein. Ich gehe mal ins andere Zimmer, ans Fenster, um mal zu sehen, was da los Nein. ist. Nein, er ist nicht aufgestanden. Er ist liegen geblieben. Und die Musik, die hat ja dann auch bald aufgehört. Frau Krüger. Sie hat Ihre Frage beantwortet. Das war es doch, was Sie wissen wollten. Ja. Ja, das war's. Kann man nicht Krüger fragen, was die gewollt haben? Nein, das würde ich nicht tun. Aber man muss doch wissen, was Krüger gesagt hat. Was kann dir schon gesagt haben? Der Oberländer hat ein stichfestes Alibi, daran ist nicht zu rütteln. Ja, ich bin der Meinung, Chef, wir gehen rein und nehmen alle vier mit ins Büro. Und wenn wir sie einzeln vernehmen, werden sie sich sehr wahrscheinlich in Widersprüche verwickeln. Ich glaube nicht, dass wir damit Erfolg haben. Die halten zusammen wie Pech und Schwefel. Weiter ruft die Rehbeine an, sie soll nach Hause gehen. Kevin, wie lange warst du nicht in der Kirche? Ja. Ah, das trifft sich gut, dann komm mit. Ich habe ihm den Vertrag auf den Tisch gelegt. 30.000 Mark, die wir einfach vergessen. Dem ist es nie besonders gut gegangen. Vater hat immer gesagt, wenn ich will, gehört dem nicht die Hose am Hintern. Er hat nicht besonders viel von ihm gehalten. Der Mann hält seine Zusagen nicht. Was? Er hat immer gesagt, Krüger ist ein windiger Hund. Warum sagst du das jetzt? Weil es so ist. Aber er hat 30.000 Mark kassiert. Und wenn er die nicht zurückzahlen muss, da haben wir ihn doch an der Leine. Aber ich habe ihm doch den Vertrag zurückgegeben. Das war ein Fehler. Jetzt kann er doch sagen, der Vertrag existiert nicht. Dem hast du 30.000 Mark gegeben für nichts? Warum soll er jetzt nicht zur Polizei gehen? Warum hast du das getan? Wir hätten ihn doch ewig in der Hand gehabt. Ich habe euch allen gesagt, ich gehe jetzt drüber und gebe ihm den Vertrag zurück. Ihr alle habt das gewusst. Wenn der redet. Erledigt, erledigt. Vielleicht nicht? Er darf nicht reden. Und wenn wir ihn rüberholen? Ich gehe zu ihm rüber und sage ihm, dass du ihn nochmal sprechen willst. Grete. Geh rüber zu ihm. Zieh die Vorhänge zu, Walter. Sie trägt ihr Leiden mit größter Geduld, mit bewundernswerter Geduld. Sie wissen, dass Frau Krüger monatelang im Krankenhaus war. Ja, ich weiß. Ich habe sie oft besucht und versucht, ihr Mut zuzusprechen, so gut ich konnte. Ich glaube, sie braucht Ihre Hilfe auch jetzt mehr als je zuvor. Herr Kommissar, ich kenne Frau Krüger sehr gut. Sie ist sehr gläubig
Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wissentlich die Unwahrheit sagt. Wenn Sie ihr jetzt helfen, die Wahrheit zu sagen, dann helfen Sie auch uns. Frau Krüger, der Herr Kommissar hat mich aufgesucht, weil er die Wahrheit wissen muss über das, was in der vergangenen Nacht geschehen ist. Er ist der Meinung, Frau Krüger, dass Sie nicht die Wahrheit gesagt haben. Er glaubt, dass Ihr Mann gestern Nacht, als er die Musik hörte, aufgestanden und hier ans Fenster gegangen ist. Stimmt das, Frau Krüger? Ist denn Ihr Mann gestern Nacht aufgestanden? Frau Krüger, es geht um Mord. Ja, er ist aufgestanden. Er sagte, ich sehe mal nach, was da los ist. Das sind alles Mörder! Mörder! Herr Kommissar, die wollten mich umbringen. Wen haben Sie denn gesehen von Ihrem Fenster aus, Herr Krüger? Wer war's? Sie haben Tolke umgebracht? Nein. Ich schwöre Ihnen, Herr Kommissar, ich weiß nicht. Ich war auf dem Hof, das stimmt. Ich bin auf den Hof gelaufen, weil Tolke wie verrückt hinter seinen Kindern her war. Und da sah ich, dass Tolke auf dem Boden lag und sich nicht rührte. Ich bin hingegangen, hab mich über ihn gebeugt und ich sah, dass er voller Blut war. Er war tot. Wenn Sie es nicht waren, wer war es dann? Beck ist es gewesen. Ich habe gesehen, wie er das Beil genommen hat, wie er Tolke damit niedergeschlagen hat. Tolke wollte noch einmal aufstehen, er hat es nicht mehr geschafft. Das alles haben Sie von Ihrem Fenster aus gesehen? Ja, ich habe am Fenster gestanden und alles habe ich gesehen. Kommen Sie mit auf den Hof. Kommen Sie! Los! So, Herr Krüger, Sie sind aufgestanden. Sie sind auch ans Fenster gegangen. Aber Sie blieben nicht am Fenster. Sie haben nämlich Ihr Haus verlassen und sind hier in den Hof gekommen und haben Herrn Tolke in seinem jämmerlichen Zustand angetroffen. Und da ist bei Ihnen die Sicherung durchgebrannt. Sie haben den Mann, von dem Sie so abhängig waren, einfach erschlagen. Und damit glaubten Sie, Ihr Problem gelöst zu haben. Aber Herr Kommissar, ich stand am Fenster! Ja, es stand jemand am Fenster. Aber nicht Sie!